Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles rund um eines meiner Lieblingsthemen und das ist Farbe. Und um genauer zu sein, um die Farbtrends für den Frühling 2018. Zurzeit bin ich langsam aber sicher dabei, eine Capsule Wardrobe aufzubauen. Das soll eine langfristigere Capsule werden, die ich jetzt nicht wahnsinnig im Laufe der Monate ändern werde. Aber wie dem auch sei, ich finde, Farbe kann einem einen riesen Dienst erweisen, wenn man sie richtig einsetzt. Farbe kann mächtig sein, sie kann die schönen Aspekte unseres Aussehens unterstreichen. Deswegen war ich auch ganz gespannt zu sehen, welche Optionen uns jetzt im Frühling zur Verfügung stehen und wie wir sie zu unseren Gunsten einsetzen können. In diesem Video möchte ich euch die Farben von Pantone für den Frühling 2018 zeigen und einfach gucken, wer zu welcher Farbe greifen sollte und wie wir mit starken und mit leichten Farben umgehen können. Pantone ist eine Firma, die, wie sie selbst so schön sagt, eine weltberühmte Autorität in Sachen Farbe und die Bereitstellung von Farbsystemen ist. Die Farben von Pantone werden in der Modebranche als sozusagen eine Kommunikationsbasis verwendet. Wenn jetzt ein Hersteller eine Farbe an seinen Lieferanten kommunizieren möchte, dann ist es die beste Wahl, eine Pantone-Bezeichnung zu wählen, denn dann kann man sicher gehen, dass auch genau der richtige Farbton verstanden wird und auch gemacht wird. Rot ist ja zum Beispiel nicht gleich Rot. Es gibt ja alle möglichen Abstufungen und Töne und da ist es einfach super gut, wenn man einen Pantone-Fächer zur Hand hat, den auch der Lieferant zur Hand hat und so kann man eben die unterschiedlichen Töne miteinander kommunizieren und kann sicher gehen, dass genau der richtige Ton getroffen wird. Grundsätzlich kann jeder jede Farbe tragen. Der einzige Unterschied, den man dann macht, ist zwischen den warmen und kühlen Tönen zu unterscheiden und zwischen hell und dunkel. Aber auch selbst da kommt es ganz stark darauf an, was man möchte. Möchte man ein harmonisches Bild abgeben, so hält man sich an die Regeln. Möchte man aber auch ein bisschen kontrastreicher unterwegs sein, ist es absolut cool, wenn man auch zu Farben greift, die außerhalb der Farbpalette liegen. Besonders bei den hellen und dunklen Farbtönen hat man da einfach viel, viel mehr Freiheiten. Aber ja, ich finde, Farbe kann, wenn sie richtig eingesetzt ist, eine Aussage unterstreichen und ist einfach auch ein Riesenaspekt unseres Outfits. Also welche Farben werden wir im Frühling sehen und für wen sind sie wie geeignet? Die erste Farbe ist eine, die ich selbst super gerne trage. Cherry Tomato ist ein knalliges Rot, das die Aufmerksamkeit gleich zu sich lenkt. Ich finde, das ist ein Farbton, der im Alltag als Top oder Pulli gut getragen werden kann oder zu besonderen Anlässen auch als Kleid. Dieser Ton passt zu allen wärmeren Typen super, aber auch neutrale Typen können ihn gut tragen. Definitiv etwas gewagter, aber es lohnt sich. Die nächste Farbe ist Palace Blue und das ist ein Blauton, der etwas heller ist als das klassische Jeansblau und auch etwas wärmer. Ich kann es mir als Cardigan gut vorstellen oder auch als Stoffhose. Die warmeren, helleren Typen werden diesen Ton sehr gut tragen können. Das Schöne an ihm ist auch, dass er nicht allzu knallig ist und sehr harmonisch aussehen kann. Ash Rose ist so, so wunderschön. Es ist eine dieser Farben, die jeder gut tragen kann, weil er genau in der Mitte liegt. Hellere Typen werden darin nicht ausgewaschen aussehen und dunklere Typen werden noch gebräunter aussehen. Und sie ist an sich auch schon so gedämpft und ruhig, dass sie mit vielen anderen Farben kombiniert werden kann. Nile Green ist für mich ein typischer Frühlingston. Ich muss einfach sofort an Ostern und frische Blumen denken. Die Frühlingsfarbtypen werden diesen Ton besonders gut tragen können. Auch kombiniert mit naturroten Haaren sieht es fantastisch aus. Meadowlark ist wieder so eine Farbe, die gewagter ist, aber extrem schön aussehen kann. Ein leichter Pulli oder ein leichtes Baumwolljäckchen in dieser Farbe können den gesamten Look verändern. So ein Gelb ist nicht jedermanns Sache, aber probiert es trotzdem einmal aus. Es kann sehr sportlich, schnell, leicht und lebendig aussehen. Blooming Dahlia ist ein wahrer Traum. Diese Farbe sieht romantisch aus und unterstreicht die feminine Seite. Weil es kein wahres Pink ist, sondern tatsächlich mehr Richtung Lachs tendiert, ist das ein Ton, der leichter getragen werden kann. Also für alle, die ein bisschen Angst vor einem echten Pink haben, ist das eine schöne Option. Ultraviolett ist ein Ton geschaffen für die kühleren und dunkleren Hauttypen. Es ist eine starke Farbe, die meiner Meinung nach nicht jeder so locker tragen kann. Es ist auch eine Pantone-Farbe des Jahres. Also wenn ihr dunkle Haare habt, werdet ihr mit diesem Farbton leichter davon kommen. Spiced Apple hat seinen Namen total verdient. Wenn ich diese Farbe sehe, muss ich sofort an den Herbst denken. Das Laub, die reifen Äpfel, Rustikales. Passt also zu den Herbsttypen wundervoll, also warme und dunklere Typen. Ich finde auch, dass es ein schöner Ton für eine Lederjacke oder einen grob gestrickten Pulli ist. Pink Lavender ist perfekt für alle Sommer- und Frühlingstypen. Sie ist so unaufdringlich und zart, ich kann mir darin schon mein nächstes Sommerkleid vorstellen. Vor allem leichte Stoffe wie Chiffon oder Seide werden diesen Ton richtig schön zur Geltung bringen. Also wie gesagt, perfekt als leichtes Kleid oder Bluse. Almost Mauve ist ein Ton, der für mich eine echte Alternative zu Weiß darstellt. Weiß kann manchmal etwas zu hart sein, etwas zu kontrastreich. Almost Mauve ist da viel, viel leichter. Das ist ein neutraler Ton, den jeder tragen kann und solche Farben bringen oft das gesamte Outfit zusammen. Wenn ihr viele Teile zum Kombinieren habt, kann ein Griff zu so einer Farbe genau das Richtige sein.
Rapture Rose ist für alle Pink-Liebhaber unter euch. Sie ist romantisch, verspielt und bringt jede Haut regelrecht zum Leuchten. Mit dem Ton sieht man, wie man so schön sagt, gesund aus. Es bringt einfach Leben in das Outfit. Und zum Schluss zeigt Pantone die Farbe Lime Punch. Sie erinnert mich stark an den Neon-Trend vor ein paar Jahren. Ich persönlich würde diese Farbe nicht im Alltag tragen können, es sei denn, es ist ein Accessoire wie ein Armband oder sowas. Aber für alle unter euch, die starke Farben lieben, nur zu. Als Farbe an sich finde ich den Ton grandios. Wie Pantone es so schön beschreibt, scharf und beißend ist dieser Ton. Also definitiv für jemanden, der etwas durchsetzen will. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Ich persönlich finde ja die Farben Cherry Tomato, Almost Mauve, Pink Lavender, Blooming Dahlia und Meadowlark total klasse. Und ich werde auf jeden Fall meine Augen nach Kleidungsstücken in diesen Farben offen halten. Aber was war denn eure Lieblingsfarbe? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.